Moin! Morgen. Was soll ich machen? Der Vogel ist mir halt zugeflogen. Ja, ja, klar. Tut mir leid, aber da sind wir die falsche Adresse. Wir müssen zum Tierheim. Wow, das sind immer ein paar anständige Augenringe. Die sind auch hart erarbeitet. Ich brauche einen Kaffee. Lea! Alles in Ordnung mit Emma? Ja, kriegt ihre ersten Zähne wie Lea. Oh, Mama geht auf dem Zahnfleisch, was? Aber das dauert doch nicht ewig, oder? Ja, das nicht. Aber ihr wisst ja, kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Ich warte erst mal, bis Emma 13 oder 14 ist. Dann geht's nämlich richtig ab bei Jung und Rost. Schule schwänzen, nachts aus dem Kinderzimmer türmen und ab auf den Kiez. Genau, erster Vollrausch, erster Liebeskummer, erster Joint, hä? Ja, stimmt. Als ich meine wilden Zeiten hatte. Hä? Hä? Was? Hast du was gesagt? Alles klar? Kann ich dir helfen? Quatsch mich ja nicht an, du blöde Gosse. Hey! Geht's noch? Freundchen, den nächsten Bericht schreibst du. Bitte ich immer. Ja, ja. Bla, bla. Hey, hier bekommen Sie keine Konzertkarte mit der Polizei verbunden. Moin. Polizeikommissar. Nein, auch nicht für Udo Jürgens. Ja, die Nummer, die müsste in Ihrem Mietvertrag stehen. Ich weiß gar nicht, was Sie tun. Mir ist mein Portemonnaie geklaut worden, gerade eben, mit 800 Euro. Und Sie sind sicher, dass Sie es nicht verloren haben? Ich habe noch nie was verloren. Schauen Sie mal. Vielleicht haben Sie es zu Hause liegen lassen. Ganz bestimmt nicht. Haben Sie die Karten schon sperren lassen? PK 21 Vollenberger. Ja. Gut. Das ist wo? Ja. Die sind falsch verbunden, ja. Wiederhören. Wiederhören. Ja, ich schicke Ihnen zwei Kollegen. Dann nehme ich jetzt eine Anzeige gegen Unbekannt auf. Gegen Unbekannt? Ich weiß doch, wer es war. Nee, Jutta Hörn, ich leite ein Kinderheim. Vermisst hat gestern Abend eine 13-jährige Bewohnerin. Nele Albertin. In der Schule ist das Mädchen auch nicht aufgetaucht. Frau Hörn, ich warte beim Schuldirektor auf euch. Mhm, sind unterwegs. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Das ist Frau Jutta Hörnig, Sozialpädagogin und Betreuerin von Nele Albertin. Ja, bitte setzen Sie sich doch. Dankeschön. Nele wird also seit gestern Abend vermisst aus einem Kinderheim? Wohngruppe. In dieser leben zurzeit 5 Jungen und Mädchen. Und warum haben Sie dann nicht gestern Abend schon gemerkt, dass die Kleine nicht da ist? Ein Mädchen läuft ja nicht einfach so weg. Gab es vielleicht Ärger, Streit mit irgendjemandem, mit Ihnen, einem der Kollegen? Nele ist erst seit einer Woche bei uns. Bislang hat sie kaum mehr als 5 Sätze mit irgendjemandem gesprochen. Ja, so ist sie. Seit einer Woche erst. Wo hat sie denn vorher gelebt? In einer anderen Wohngruppe, auch in Othmarschen. Aber Herr Bold kennt sie ja länger. Gab es Ärger mit einem Lehrer? Nicht mehr als sonst. Wurde Nele vielleicht gemobbt und könnte das der Grund sein dafür, dass sie weggelaufen ist? Also Nele ist alles Mögliche, aber ganz gewiss kein Mobbingopfer. Vielleicht sollten wir uns mal mit ihren Mitschülern unterhalten, was? Das geht aber erst in 2 Stunden, weil im Moment ist die Klasse im Schwimmunterricht. Aber da werden Sie auch nicht viel erfahren. Wieso? Naja, Nele ist eher Einzelgängerin. Ich mache diesen Job jetzt seit 12 Jahren. Aber ein so verschlossenes und gleichzeitig aufsässiges Mädchen wie Nele ist mir selten begegnet. Ja, sie schwänzt in der letzten Zeit öfter. Aber abgesehen davon ist sie hochintelligent und durchaus interessiert und sehr selbstständig. Trotzdem ist sie noch ein Kind. Und ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um sie. Nele ist jetzt 13, ja? Ja. Tja. Gut, dann nehmen wir jetzt die Vermisstenanzeige auf, ja, und schreiben sie zur Fahndung raus. Haben Sie vielleicht ein aktuelles Foto von der Kleinen? Klar. Das hab ich. €800 in großen Scheinen für eine Kaution.
Läuft denn heutzutage noch mit so viel Bargeld rum? Du, steht eben nicht jeder auf Plastikgeld. Die vom Seniorenheim, die hätten die Kohle am liebsten auch gleich Cash gehabt. Wie geht's denn eigentlich deiner Mutter? Gut. Hat sie sich in der Zwischenzeit gut eingelebt? Mhm. Beim Kanaster, da zockt sie alle ab. Grüß sie mal ganz lieb von mir. Mach ich. Ha? Wolle, siehst ja aus, als hätte jemand Salz in deinen Kaffee geschüttet. Kaffee? Welchen Kaffee? Oh. Tja, mehr habe ich gerade nicht auf Tasche. Gerade. Wir sitzen mal wieder auf dem Trockenen. Was mit deinen Vorräten? Auch alle? Ach, Wolle. Was würden wir nur machen, wenn wir dich nicht hätten? Wasser aus der Leitung saugen. Wahrscheinlich. Die Vermisstenfahndung ist an alle raus. Gab aber noch keine Rückmeldung. Das war nicht anders zu erwarten. Ach, hier, Wolle. Schick doch mal eben dieses Foto noch hinterher, ja? Ja, mach ich. Sieht aber nicht aus wie 13. Ja, hast du Leute, die wenigsten. Nee, darf ich mal? Guck mal, das könnte doch die Kleine von vorhin sein, die dieser Journalistin, dieser Birte Renisch, die 800 Euro geklaut hat. Also von der Beschreibung wird das passen. Dreadlocks, Piercing? So läuft doch heutzutage jede zweite rum. Ja, aber diese Ausreißerin, die saß zur Tatzeit nicht im Unterricht, richtig? Ja, es könnte durchaus möglich sein. Jedenfalls ist Nele Albertin nicht nur eine Schulschwänzerin, sondern hat sogar schon eine kleine kriminelle Karriere hinter sich. In den letzten 18 Monaten ist sie 15 Mal beim Klauen erwischt worden. Wow, stramme Quote. Ja. Meist in den großen Kaufhäusern zwischen Altona, Neu- und Altstadt. Geklaut hat sie CDs, Klamotten und Portemonnaies. Siehste? Und Hundefutter. Hundefutter? Na, die hat Humor. Oder ein Hund. Und wenn Mama dann nach Hause kommt, dann muss ich nicht mehr in der doofen WG leben. Und du wohnst dann auch bei uns. Du bekommst sogar dein eigenes Sofa. Du kannst aber auch bei mir schlafen, wenn du willst. Versprochen. Na komm. Was ist denn das? Ich würde sagen, Kaffee? Wie weit sind wir mit der Schulschwänzerin? Gibt es schon irgendwelche Hinweise? Bislang keinerlei Rückmeldungen, weder von den Kollegen noch von den Krankenhäusern. Wieso? Na Kai, weil ich meine den Kaffee. Mal. Ist doch keiner mehr da. Wieso hast du denn dann welchen? Wolles Sonderkontingent? Also. Super. Das Mädchen ist weder krank, noch haben wir Hinweise darauf, dass es suizidal ist. Wir können also nicht viel mehr machen. Nele Albertin ist seit gestern Abend verschwunden. Sie ist 13, weise, hat offensichtlich keine Freunde. Vielleicht ist ihr irgendetwas passiert. Ihre Betreuerin, Jutta Hörnig, macht sich große Sorgen um das Mädchen. Das sollten wir ernst nehmen. Das tun wir auch, Franzi. Was schlägst du vor? Nele hat in letzter Zeit vermehrt Hundefutter geklaut. Nicht nur Hundefutter. Und sie will Tierärztin werden. Das wollte unsere Tochter letztes Jahr auch noch. Jetzt soll es Modedesign werden. Worauf willst du hinaus, Franzi? In Neles Wohngruppe gibt es keinen Hund. Also habe ich Wolle gebeten, die Tierheime abzufragen. Vielleicht kennt dort niemand Nele. Gut. Und wir sollten auch die ehemalige Wohngruppe von ihr checken. Hältst du das nicht für ein bisschen übertrieben? Hm? Ich habe gerade mit einer Rike Hochhut geschnackt, Pflegerin aus dem Tierheim. Nele ist seit 2 Stunden mit der braun-weißen Mischlingsdame an der Elbe in Övelkanne unterwegs. Also los, seh zu, dass das Mädchen zur Schule kommt. Jo. Das Tier heißt Miller. Was ist bei euch? Wir suchen auch ein Mädchen in dem Alter. Eine Birte Renisch hat heute Morgen zur Anzeige gebracht, dass ihr 800 Euro geklaut wurden. Könnte auch diese Nele gewesen sein. Das wäre allerdings ein riesen Zufall. Aber ich habe Frau Renisch gerade angerufen, sie soll noch mal vorbeikommen und sich die Kartei anschauen. Gut, dann zeigt ihr das hier auch noch. Okay.
Sonderkontingent? Mhm. Sag Wolle Bescheid. Ich sammle die beiden mal eben ein, ja? Mach das. Peter, 21 für 21, zu Anton kommen. Peter, 21 gehört. Was gibt's von Sie? Wir haben Nele Albertin gefunden am Elbstrand. Mit Hund. Wir bringen Sie jetzt zurück in die Schule und den Hund ins Tierheim. Sagst du bitte Frau Hörnig von der Wohngruppe Bescheid? Danke. Das ist verstanden. Moin, Nele. Ist was? Deine Betreuerin macht sich ziemliche Sorgen. Du weißt schon, die Frau Hörnig. Ja, ist doch nicht mein Problem. Na, jetzt vielleicht nicht. Aber du musst in die Schule. Ich hab frei. Hast du nicht, du hast jetzt Unterricht. Und das weißt du auch ganz genau, also los, komm. Hä, was soll das denn? Du bringst sie in die Schule? Ach ja, und was ist, wenn ich nicht will? Leider geht's hier nicht ums Wollen. Los, komm, auf geht's. Komm hoch, los, komm. Komm. Lass mich los. Alles in Ordnung? Ging mir selten besser. Oh. Los. Das dürfen Sie gar nicht. Ich darf noch was ganz Jetzt anderes. Halt mal die Luft an, du kleines Monster. Das lässt mich gleich mal kennen, du. Ja, komm hier hin jetzt. Miller, Fuß! Das ist mein Hund! Halt die Klappe, Mensch! Los, Abmarsch! Und nimm deinen Köter an die Leine, ja? Oh, sie ist kein verdammter Köter. Und außerdem hört sie auch so. Miller, Fuß! Ja, ich weiß auch nicht, was er hat. Kommt gleich. Ah, oh, moin, Frau Hansen! Oh, Frau Remisch, kommen Sie kurz zu mir? Ja. Sag mal, Wolle, ist die Patrone im Drucker ausgetauscht? Klar. Das ging aber schnell. Tja, einer der wenigen Vorteile, wenn man freiberuflich ist, da kann man sich seine Zeit frei einteilen. Haben Sie die Diebin? Also haben Sie Ihr Portemonnaie nicht wiedergefunden? Mensch, ich habe meine Wohnung zweimal komplett auf den Kopf gestellt. Da ist nichts. Okay. Pass auf, ich zeige Ihnen jetzt ein paar Fotos von den Damen. Gucken Sie mal. Das ist sie. Wie? Ja klar, die hat mich beklaut. Sind Sie ganz sicher? Ja. Kai, komm schon. Mhm. Frau Renisch hat die Diebin erkannt. Ah, wusste ich's doch. Lass mal, ich mach das schon. So, dann wollen wir mal. Ich muss Miller zurückbringen. Du musst jetzt nur eins, zum Unterricht, und zwar sofort. Nele, darüber haben wir doch gesprochen. Ich habe aber die Verantwortung für Miller. Außerdem hat sie Angst vor Fremden. Na los, aussteigen. Bei wem sollen wir Miller abgeben, hm? Bei Rieke. Frau Hochhut. Wird's bald. Du kannst Miller doch jederzeit wiedersehen. Mach dir keine Sorgen. Na los. Komm, ja, bleib mal hier, Mäuschen. Oh, ist fein. Echt? Ja. Weiß ich Bescheid. Jo, alles klar. Ciao. Na komm. Warte mal. Gib mal her. Was? Deinen Rucksack. Wieso denn? Weil du an der Rambachstraße heute Morgen eine Frau angerempelt hast. Ja, und? Und dir fehlen jetzt 800 Euro. Wo ist das Geld? Wo soll ich das denn wissen? Weil ich weiß, dass du klaust wie eine Elster. Ich hab die Scheißkohle nicht, ja? Hör auf, Mensch.
Die Frau hat dich eindeutig erkannt. Du hast sie beklaut, also. Ja, klar. Ich bin ja sowieso an allem schuld. Wo sind die 800 Euro? Oder muss ich erst wütend werden? Ey, scheiße, Mann. Wenn ich so viel Kohle hätte, dann würde ich doch schon längst mit mir im Flugzeug sitzen. Weg aus dieser beschissenen Stadt, aus diesem beschissenen Leben. Mich will doch hier sowieso keiner. Wo ist denn deine Klasse? Da. Na los, komm. Hm? Sie wollen mich doch jetzt nicht bis auf meinen Platz bringen, oder? Nicht, wenn du mir versprichst, dass du da jetzt auch wirklich reingehst. Was denn sonst? Jetzt hör mal zu, Kleine. Wenn du Hilfe brauchst, ja, oder du steckst in Schwierigkeiten, dann kannst du mich jederzeit anrufen. Das meine ich auch so. Hm? Okay. Was wollte Melanie eben eigentlich? Ach, wegen dieser Frau Renisch, die bei uns vorhin die Anzeige aufgegeben hat. Ach, die mit dem Portemonnaie. Ja. Die behauptet jetzt wohl, Nele hätte ja die 800 Euro geklaut. Ach nee. Ich hab das Geld aber nicht. Nee, ich hab ihren Rucksack durchsucht. Du hast ihren Rucksack durchsucht? Mhm. Ich hab das Geld nicht. Was zu beweisen wäre. Komm. Was hat denn der Lehrer eigentlich gesagt? Was weiß ich. Wie, was weiß ich? Jetzt sag mir nicht, du hast... Wie, hast du Nele gar nicht in die Klasse gebracht? Wieso nicht? Super. Wieso vertraust du Nele so einfach? Mensch, Franzi, wenn man Kinder erreichen will, dann muss man sie ernst nehmen. Man muss sie respektieren, ganz besonders Kinder wie Nele. Ganz besonders Kinder wie Nele. Was ist denn plötzlich los mit dir? Wieso denn? Mann, die Kleine ist gerade mal 13 Jahre alt, ja? Ja, und hat verdammt viel kriminelle Energie allerdings. Ich war mit 13 auf dem Pferdehof und hab Pferde gestriegelt. Ja, schön für dich. Und ich hab geklaut und mich rumgeprügelt. Ja, und warum? Warum, was weiß ich? Weil mein Alter uns damals hat sitzen lassen, meine Mutter, mein Bruder und mich. Wusste ich gar nicht. War wohl wegen einer Frau. Hat mir damals Vorwürfe gemacht, dass es also meine Schuld wäre. Ja, ich habe mich damals verdammt einsam gefühlt. Verraten und verkauft vom großen Helden meiner Kindheit, ja, dieses Arschloch. Ja, aber deine Mutter wird dir da bestimmt erklären. Ach, meine Mutter. Nee. Das war Jackie. Ja, Jackie war mein allererster Boxtrainer. Er hat mich ernst genommen. Mich und meine Wut und meinen Frust. Wenn Jackie nicht gewesen wäre, dann säße ich heute nicht neben dir im Streifenwagen. Dann säße ich nämlich im Knast. Naja, komm, egal. Lassen Sie dich abbauen. Ist egal. EKH? Quatsch. Mir geht's blendend. Nee, wir müssen doch unsere kleine junge Dame hier wieder ins Tierheim bringen, ne? Ja, komm mal, ja. Und jetzt willst du für Nele sowas wie Jackie werden, oder was? Warum nicht? Wenn sie mich lässt. Na komm. Come on.
Pilüle vergöttert, Miller. Das wird mal ein Drama, wenn wir diesen Hund irgendwann vermitteln. Nele ist 13. Wieso darf sie ganz allein mit einem Hund aus einem Tierheim am Elbufer spazieren gehen? Das ist doch aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht erlaubt. Ja, stimmt. Eigentlich ist es das ab 18 erlaubt. Aber bei den Tieren machen wir eben eine Ausnahme. Warum? Sie ist unsere Hundeflüsterin. Selbst die aggressivsten Tiere werden bei ihr zu Schmuselämmchen. Aha. Ich war dabei und nicht nur einmal. Deswegen machen Sie bei Nele eine Ausnahme, weil sie aus Bestien Schmuselämmchen macht, ja? Ich mag Nele und sie tut mir leid. Wie lange kennen Sie das Mädchen denn schon? Ja, sie war das erste Mal hier, da war sie 9 oder 10. Wissen Sie, damals war Nele so eine fröhliche kleine Dirn. Jetzt redet sie kaum noch. Nur wenn sie mit dem Hund zusammen ist. Miller ist ihr Ein und Alles. Nele schwänzt die Schule. Haben Sie sich heute früh gar nicht gefragt, wieso sie schon so zeitig da war? Sie hat gesagt, sie hat frei. Ich habe ihr geglaubt. Sie wollten ihr glauben, weil sie gern haben. Hören Sie mal, wir müssen hier täglich mit 72 Kollegen 2400 Tiere versorgen. Ohne ehrenamtliche Helfer würden die meisten unserer 200 Hunde nicht einmal am Tag aus ihrer Box kommen. Entschuldigung, ich habe zu tun. Danke. Hundeflüsterin. Komm. Ah, super, ist bestimmt der Kaffee drin. Da träumst du von. Hier ist die Geldbringung, liegt Milch mit. Bitte was? Milch. Warum haben wir eigentlich keinen Praktikanten? Gerd, machst du das bitte? Ihr habt die Nele gefunden. Glückwunsch. Danke. Habt ihr hier auf den Zahn gefühlt? Wir haben sie zurück in die Schule gebracht und den Hund ins Tierheim. Was mit den 800 Euro? Nix. Wie nix? Ich hatte das Geld ja versteckt. Bahnhof, Schließfach. Wir haben keinen Schließfachschlüssel in ihren Sachen gefunden, Kai. Aber Birte Rehnisch hat Nele erkannt. Als das Mädchen, das sie angerempelt hat, ja. Vielleicht hat sie das Geld ja doch verloren oder verlegt, was weiß ich. Verlegen? Na, Hauptsache, das Mädchen ist wieder da. Genau. Wo ist denn Henning? Und dann hat sie auf einmal zugetreten. Echt? Naja, shit happens. Ja, nicht fair, aber wirkungsvoll. Henning? Hm? Alles in Ordnung? Bis auf dicke Ostern? Wolle. Oh. Verstehe. Schlimm? Leicht. Also ich finde, er sollte rüber zu Jasmin. Wolle. Wollte ich gerade sagen. Du, mir geht's bestens. Damit ist nicht zu spaßen. Also ab ins EKH. Sonst kommt das dicke Ende. Also ich meine, ich will mir nicht irgendwann vorwerfen lassen, ich hätte nicht alles getan, um deine Familienplanung zu retten. Für Kinder bin ich eh zu alt. Sag das nicht. Ich rufe Jasmin an und sage, dass du in 10 Minuten bei ihr bist. Och, Martin. Das ist eine Anordnung. Mensch, mir geht's gut. Du kannst es auch gerne schriftlich als Dienstanweisung haben. Also, seien Sie nächstens ein bisschen vorsichtiger, ja? Ja. Alles Gute für Sie. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ah. Hallo, Henning. Moin. Na, willst du zu mir? Wollen? Wollen will ich was ganz anderes. Hey. Du, Martin übertreibt. Bei mir ist alles vom Feinsten. Gib mir am besten ein paar Pillen oder eine Salbe oder was. Henning? Du, vergiss es. Ich zieh für dich nicht blank. Wo liegt denn das Problem? Ich weiß, ein Blick sagt manchmal mehr als 1000 Worte, aber deinen verstehe ich gerade nicht. Na komm, Martin hatte ich doch angerufen. Ja, mein Gott, die Kleine hat mir in die Eier getreten, oder? Oh. Martin hat zwar nicht bei mir angerufen, aber jetzt verstehe ich deinen Blick. Hat er nicht? Hat er nicht. Dieser. Naja, gib mir am besten eine Salbe oder was. Erst muss ich dich gründlich untersuchen. Vergiss es. Hey, ich habe einen Ruf zu verlieren. Tu ich auch. Also ich meine. Warte mal. Hase, kannst du mal kommen? Ja. Verdacht auf Contusio Testis. Echt? Kümmer dich drum, ja? Ich sehe dich nachher, hm? Eiersalat. Keine Angst, das tut nur ein bisschen weh. Und wenn es hart auf hart kommt, dann. Wollen wir?
Hier. Unsere neuen Flyer. Was soll ich jetzt damit? Na ja, falten. Unser Praktikant hat ja leider frei. Habe ich sonst nichts zu tun? Ich gehe mal Kaffee holen. Ich möchte bitte Frau Jung oder Herrn Storm sprechen, sofort. Guten Tag. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nein. Ach, ich mach das. Wieso lassen Sie mir ausrichten, Sie würden Nele Albertin zurück in die Schule bringen? Eben erfahre ich von Direktor Bolt, dass sie dort überhaupt nicht angekommen ist. Wir haben Nele bis vor die Klasse gebracht. Ach, bis vor, ja. Sie hätten sie aber bis in die Klasse bringen müssen, Frau Jung. Das Mädchen ist wieder weggelaufen. Und wenn dem Kind irgendwas passiert, dann mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich. Sie sind jetzt sehr aufgeregt. Verstehen ich bin auch überhaupt alle. Nicht aufgeregt, sondern verärgert und sehr besorgt. Nele ist unberechenbar. Weil sie ein Dorn klaut. Hören Sie, ich habe mich bereits mit dem Jugendamt geeinigt. Die Polizei wird Nele künftig in die Schule bringen. Das heißt, Sie, Frau Jung. Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, aber die Dienstpläne teile immer noch ich ein. Guten Tag, mein Name ist Martin Berger. Ich bin der Revierleiter. Sehr gut. Jutta Hörnig. Ihre Kolleginnen scheinen den Ernst der Situation nicht zu begreifen. Bei allem Respekt, Frau Hörnig, aber ich verbitte mir solche unangemessenen Urteile. Die Kollegen tun alles, um Nele zu finden. Aber vielleicht können wir die Angelegenheit in aller Ruhe in meinem Büro besprechen. Doch gewusst, dass sie wieder abhaut. Und was mache ich jetzt mit meinem Hämmer? Hämatom im Skrotum. Ach so. Auf jeden Fall viel kühlen und dann die nächsten 5 Tage die Salbe morgens und abends vorsichtig einmassieren, okay? Was du in den nächsten 5 Tagen? Hey, du bist ein frecher Kerl. Okay. Dr. Jonas, wir haben Kammerflimmern auf der 5. Oh, ich komme. Tschüss. Benimm dich ja anständig in deinem neuen Zuhause, Miller, ja? Verstanden? So. Und wenn irgendwas ist, rufen Sie an. Ach, vielen, vielen Dank. Ja, wiedersehen. Das Mädchen vor dem Klassenraum stehen zu lassen. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Die Aktion geht allein auf meine Kappe. Nele hatte versprochen, reinzugehen. Henning, in dem Alter versprechen sie dir das Blaue vom Himmel runter. Hauptsache, sie kriegen ihren Willen. Ich weiß. War als vertrauensbildende Maßnahme gedacht. Ist ja schön nach hinten losgegangen. Naja, aber wie soll ein Kind wie Nele auch noch vertrauen? Vor 2 Jahren wird sie von ihrer Mutter kurz bei einer Nachbarin untergebracht. Sonja Albertin will nur für ein paar Tage an die Nordsee abschalten. Ja, und dann kam sie nicht wieder, oder was? Spurlos verschwunden. Sie hat sich seitdem nicht ein einziges Mal bei Nele gemeldet. Der Vater ist unbekannt. Unglaublich. Das Mädchen kann einem wirklich leid tun. Kein Wunder, dass ich das Mädchen nicht in diesen Wohngemeinschaften einleben will. Die hofft und wartet ständig darauf, dass ihre Mutter zurückkommt. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit der Forderung von Frau Hörnig, dass wir Nele zukünftig in die Schule bringen sollen? Ich denke nicht, dass Nele zu den absoluten Ausnahmefällen zählt, die das erforderlich machen. Außerdem müssen wir das Mädchen erst mal finden. Die taucht wieder auf. Im Tierheim. Meinst du wirklich? Na klar, die ist total verschossen in diesen Köter. Ja, Berger? Ja. Also das kann unmöglich für uns sein. Egal, das war sie vorhin, Berger. Gar nicht. Wow, du hast bestellt? Nein, das ist ein Irrtum. Ja, natürlich. Danke. Moment. Henning? Hi. Telefon. Für mich? Deine Tochter. Sturm? Wo bist du? In Ordnung, ich bin gleich da. Wir haben einen Einsatz. Wie wär's mal mit einer Erklärung, Papa? Rambachstraße 1. Na los, komm. Gar nicht klauen. Es war in ihrem Rucksack, weil ich es meinem Vater zeigen wollte. Moin.
Sollte nicht gerade die Tochter eines Polizisten den Unterschied zwischen mein und dein kennen? Tja. Na los, Nele, entschuldige dich bei der Dame für dieses Missverständnis. Tut mir leid. Wie bitte? Tut mir leid. Steht mir doch super, oder? Ach. Und es kostet auch bloß 24 Euro. 24,95. Was? Für den Fitzelstoff? Das ist absolut mega angesagt. Ach. Bitte. Hast du wirklich genug davon? Bitte, Papa. Oh Mann, du. Franzi? Hm? Hast du vielleicht mal nicht. Ja, also. Mein letztes. Ja. 25. Sie können selbstverständlich Anzeige erstatten. Ist ja gutes Recht. Ach was, jetzt, wo sich das Missverständnis geklärt hat. Moment. Na ja, vielleicht sollten Sie meiner Tochter dann Ladenverbot erteilen. Ja. Danke. Na los, komm. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Anzeige erstatten? Ladenverbot? Ey, wie mega peinlich ist das denn? Ich finde was anderes viel peinlicher. Okay, Nele. Ich habe dir gesagt, wenn du in Schwierigkeiten steckst, dann bin ich für dich da. Du hast mich angerufen und hier bin ich. Aber ich sag dir eins, noch mal so eine schwachsinnige Aktion da, ja? Und du kriegst richtig Ärger mit mir. Haben wir uns verstanden? Ja, ist ja gut. Taxi! Das T-Shirt wollte ich schon ewig. Roten weg. Hä? Sie haben es doch für mich gekauft. Sagt wer? Dann behalt das dämliche Teil doch. Los, jetzt ab zur Schule. Die Schule ist seit 10 Minuten vorbei. Echt? Okay. Dann gehst du jetzt zu Frau Hörnig, ja? Und du entschuldigst dich dafür, dass du die ganze Zeit die Schule geschwänzt hast. Und du sagst dir auch, dass du gerade versucht hast, hier ein T-Shirt zu klauen, okay? Ich bin noch nie Taxi gefahren. Und außerdem habe ich dafür keine Kohle. Papa hat dort die Spendierhosen an. Das ist irgendwann immer das erste Mal. Na los, komm. Hm? Geht schon. Fahren Sie die junge Dame bitte zur Tischbeinstraße 25, ja? Und achten Sie bitte darauf, dass die Kleine auch wirklich reingeht, ja? Ach, hier. Die machen das schon. Ich verlasse mich auf dich. Ist deine letzte Chance. Und tschüss. Was war das denn jetzt? Hä? Erst lässt du dich als ihr Vater vorführen, dann kaufst du ihr von meinem Geld irgendein T-Shirt. Kriegst das Geld doch wieder. Ums Geld geht's doch überhaupt nicht. Und von dem Rest spendierst du ihr eine Taxe? Super. Bist du jetzt sauer oder was? Ja, natürlich bin ich sauer, weil du wieder alles alleine machst und dann auch noch falsch entscheidest. Meinst du wirklich, die fährt jetzt in die WG? Wir hätten sie da hinbringen müssen. Ich will, dass Nele mir vertraut. Sowas funktioniert nun mal nicht auf Knopfdruck. Infoblätter hast du eigentlich heute gefaltet? Zu viele. Das machst du aber richtig toll. Haha. Wie war es bei deiner Tochter? Nicht toll. Ich würde sagen, eine mittlere Katastrophe. Wie jetzt? Bist du echt Vater? Quatsch. Nele Albertin hat sich als seine Tochter ausgegeben. Ach, ich klau mal eben 800 Euro, Nele. Wo? Sie hat das Geld nicht geklaut. In einem Laden, wo sie ein T-Shirt klauen wollte, was unser Kollege allerdings als Missverständnis aufgedeckt hat. Franzi, bitte, okay? Dann hat er ihr das T-Shirt gekauft und sie in ein Taxi gesetzt. Ich krieg noch 40 Euro von dir. Jetzt entspann dich mal langsam, okay? Ich entspann mich erst, wenn wir wieder ein Team sind. Franzi, du hast Besuch. Ja, ich komm gleich. Ach, dann fahren wir doch am besten mal super in Danny Rost. Also der weiß ganz bestimmt, wie man mit so einem Krawallkiddy umgehen muss. Tolle Idee. Philipp hat Urlaub und mein Kollege schafft das schon alleine. Hey, was macht ihr denn hier? Ich dachte, du vermisst uns bestimmt. Na? Hier, wenn es mal ganz schlimm wird. Die sind ja süß. Die sind süß, ne?
Hi, Philipp. Ich hätte mal eine Frage. Du, wenn es um zeitfressende Windelmonster geht, ich weiß alles. Moin, Henning. Moin. Also, das Mädchen ist 13 Jahre alt, weise, klaut, lügt, schwänzt, ist Hennings Tochter. Also behauptet sie wenigstens. Hättest du vielleicht mal einen Tipp für ihn, wie er die Göre knacken kann? Hört sich nach einer komplizierteren Geschichte an. Also, ich würde dem Kind erstmal einen Deal anbieten. Aha, was für einen Deal meinst du denn? Naja, du willst ja... Weißt du was? Deine Tochter bietet dir folgenden Deal an. Frisch gekochten Möhrchenbrei, eine frische Windel, dann fängt sie gar nicht erst an zu schreien. Du hast es ja gehört. Ich muss mich um die kleine Raupe Nimmersatt kümmern. Ciao. Tschüss. Könnt ihr mir bitte mal erklären, wo Nele Albertin ist? Frau Hörnig hat eben angerufen. Sie bezweifelt langsam eure Kompetenz. Und ich auch. Wieso habt ihr Nele nicht direkt bei ihr abgeliefert? Ich habe sie in ein Taxi gesetzt. In ein Taxi? Auf eigene Kosten. Ich wollte sie dazu ermutigen, dass sie mir vertraut. Der Bulle und die Diebin, oder was? Henning! 15 Diebstähle in 1,5 Jahren und das mit gerade mal 13. Was sagt dir das? Das sagt mir vor allem, dass das Mädel bislang falsch behandelt worden ist. Ach, und du weißt natürlich mehr als alle ausgebildeten Sozialarbeiter und Psychologen. Nadine, Nele braucht Zeit. Die muss erstmal... Der Himmel weiß, dass ich mir wirklich Gedanken um das Mädchen mache. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Also verschone mich bitte, Henning. Warum hast du ihm diesen Irrsinn nicht ausgeredet? Weil ich finde, dass Henning richtig gehandelt hat. Natürlich. So, jetzt raus, bevor ich mich noch richtig aufrege. Und findet bitte Nele. Danke für die Unterstützung. Ich werde versuchen, noch ein bisschen mehr über Neles Vergangenheit rauszufinden. Ich rufe mal in ihre alten Wohngruppe an. Vielleicht haben die ja irgendeine Idee, wo sie stecken könnte. Tu das. Mann, oh Mann, ich könnte im Boden versinken, bis ich das Mädchen verdächtigt habe. Es ist wieder da. Das Portemonnaie? Sehen Sie? Wo war es denn? Im Eisfach. Gott, ich bin im Moment so verpeilt. Im Eisfach? Ja, bei den Stachelbeeren. Muss an den Hormonen liegen. Ich bin halt frisch verliebt. Siebter Himmel und so. Ja, es wäre ganz wunderbar, wenn Sie uns so schnell wie möglich zurückrufen. Ja, danke. Wiederhören. Für die Kaffeekasse. Das ist doch viel zu viel. Oh, das kann man aber so nicht sagen. Ja, Henning hier. Kannst du mir mal die Akte Sonja Albertin zumelden? Albertin, genau. Die können es natürlich auch spenden. Ja, na klar. Danke nochmal. Tschüss. 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 Das waren jetzt glatte 4 Päckchen Kaffee, auf die wir verzichten mussten. Versuchter Einbruch bei einer Ariane Brane in der Bernadottestraße 20. Der Täter wurde offensichtlich überwältigt. Wir übernehmen. Okay. Komm. Henning? Ach, wen haben wir denn da? Sie müssen uns helfen, mir und Miller, bitte. Nele hat versucht, Miller aus ihrem neuen Zuhause... Sie wollte meinen Hund stehlen. Ich wollte sie befreien. Und außerdem ist Miller mein Hund. Sie hat die Terrassentür eingeschlagen, um den Hund rauszuholen. Eingeschlagen? Mhm. Sie war ja auch ganz allein. Und Miller hat so geheult. Sie hatte Angst. Komm mal her. Jetzt reden wir beiden langsam mal Tacheles. Was ist eigentlich los mit dir, hm? Ja, es tut mir ja leid wegen der kaputten Scheibe. Das ist ja wohl das Mindeste. Aber keiner hat mir was gesagt.
konnte ja nicht mal Tschüss sagen. Sie war einfach weg. Genau wie... Alle, die ich lieb habe, lassen mich allein. Was wärst du denn bereit, in Zukunft zu tun, wenn du Mila öfters sehen könntest? Alles. Für den Anfang wird es schon reichen, wenn du aufhören würdest zu klauen und dauernd die Schule zu schwänzen. Okay. Frau, wie war der Name? Brana. Hallo. Storm. Wären Sie denn vielleicht damit einverstanden, wenn Nele hin und wieder mal nach der Schule die kleine Mila ausführen würde? Hm? Gut. Wirklich? Okay, Nele. Wir beide, wir machen jetzt einen Deal, ja? Wenn du mir versprichst, dass du dich in Zukunft nicht mehr wie so ein schwachsinniges kleines Monster aufhörst, dann werde ich versuchen, deine Mutter zu finden. Sie wollen meine Mama? Ganz genau. Ich werde deine Mutter finden, aber nur, solange du deine Versprechen einhältst. Klar, mach ich. Hand drauf. Warte mal. Ist ja nicht so wirklich mein Ding. Außerdem kneift's unter den Namen. Danke.